Möchte man mit mehreren Personen in einem Raum an einer Konferenz teilnehmen, reicht ein einfaches Mikrofon nicht aus. Auf Amazon boomen gerade Konferenzmikrofone, die entweder per Bluetooth oder USB an den PC verbunden werden. Tonor hat mir für dieses Video das TM20 zur Verfügung gestellt. Nach dem Intro vergleiche ich es mit einem Konkurrenzprodukt und ihr bekommt ein Hörbeispiel. Jetzt hört ihr mich über das ReSpeaker Mic Array. Es ist ca. 40 bis 50 cm von meinem Mund entfernt und hat jetzt auch keine weiteren Störgeräusche, die es herausfiltern muss. Das Gerät bringt als Besonderheit einen Audioausgang mit. Das heißt, man kann dort Klinke, Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen. Noch wichtiger aber ist die Funktion, dass es nur aus einer bestimmten Richtung aufnimmt. Das heißt, andere Richtungen werden blockiert oder stumm geschaltet, wenn es erkennt, wer gerade spricht. Diese Funktion können wir natürlich direkt mal testen. Ich bin jetzt aufgestanden und bewege mich im Raum herum. Man merkt natürlich deutlich, dass die Tonqualität jetzt leidet, aber ich bin weiterhin verständlich, auch wenn ich jetzt im Raum herumlaufe. Jetzt bin ich mal im sicheren Corona-Abstand von 1,50 Meter von dem Mikrofon entfernt. Das Mikrofon erkennt trotzdem noch, aus welcher Richtung ich spreche und zeigt das entsprechend mit einer LED an. Jetzt hört ihr mich über das Tonor TM20 Mikrofonarray für Konferenzen. Was bei dieser Tonaufnahme direkt auffällt, ist, dass das Gerät den kompletten Raum mit aufnimmt. Das hat zur Folge, dass die Reflexionen von den Wänden auch mit aufgenommen werden und ich finde, die Stimme klingt einfach unangenehm, irgendwie basslastig. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Zudem ist ein unangenehmes Rauschen auf der Aufnahme zu hören. Genau wie das Mikrofon von Seed steht das Mikrofon 50 cm von mir entfernt. Es hat also optimale Bedingungen, da es nah am Sprecher ist und im Raum keine weiteren Störgeräusche zu hören sind. Trotzdem klingt die Aufnahme stumpf und unangenehm beim Zuhören. Jetzt habe ich mich wieder in 1,50 Meter Sicherheitsabstand begeben und aus dieser Position heraus hört ihr jetzt auch meine Stimme. Genau wie beim Seed ReSpeaker Array bewege ich mich jetzt einmal im Raum herum und jetzt könnt ihr auch diese Tonqualität einfach selbst beurteilen. Kommen wir zum Fazit. Beide Geräte liefern brauchbare Ergebnisse. Mir persönlich hat aber die ReSpeaker Variante besser gefallen. Die kostet aber auch das Doppelte. Beim Tonor ist noch die Besonderheit die Mute-Taste, die dem ReSpeaker fehlt. Dafür hat der ReSpeaker einen Klinkerausgang. Bei beiden Geräten hat mir gefallen, dass sie nicht über Bluetooth, also über Funk verbunden sind, sondern dass eine verkabelte Verbindung genutzt wird. Das ist im Audiobereich immer eine gute Idee. Zudem entfällt dann das nervige Laden. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder dem Video einen Daumen nach oben gibt. Ansonsten gibt's jetzt den Outro für euch.